Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Liebe, liebe Freunde, es freut mich, euch mitteilen zu dürfen, dass das heutige Video das letzte Video der Buchstaben ist. Es folgen weitere 5 bis 6 Videos. In den nächsten 4 werden einige Symbole gezeigt, die den Ton verändern, dann die Ziffern und im Anschluss werden wir auch etwas üben, wie man alles ausspricht. Im heutigen Video wird euch das Tata, das Rara und das Rana vorgestellt. Zwei Buchstaben, die sich sehr ähneln, aber unterschiedlich sind. Worin diese sich unterscheiden, werden wir im Anschluss kennenlernen. Fangen wir doch mit dem Tata an. Das Tata sieht dem Nanna sehr ähnlich. Und zwar fängt man oben in der Mitte an, nach unten. Bis hierhin ist es das Nanna. Richtig? Nanna wie Nase, diese Nasenform. Aber wenn wir es hier unten wieder schließen, diesen Kreis, dann wird es zu einem Tata. 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 Und Tata unterscheiden sich. Tata, dabei wird die Zunge gerollt, aber nur die Zungenspitze berührt den Gaumen oben. Hierbei ist es bei dem Tata, ist es der Ausstoß der Luft ist sehr, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr, sehr stark. Beim Tata war es noch sanft, beim Dada auch. Aber hierbei beim Tata ist es, dass die Luft wirklich im Vorschein kommt. Es überwiegt der Ausstoß der Luft, also dieses Geräusch, mehr als das Tata an sich und macht das Tata aus. T. Das Tata Denker, das man Denker nennt, hat den Laut T gemacht. Dada war D. Beim Tata ist es das T. T, T, D. T, T, D. Ihr seht in der vierten Zeile, fängt es in der ersten Spalte mit dem T an, danach kommt das T, das jetzige, und das D danach. T, T, D. Das ist das Tata, T. So. Der Kreis wird geschlossen, das macht aus dem N ein T. Aus dem N wird ein T. Könnt es auch so machen, wie auch immer. Ganz wichtig hierbei ist es bei der Aussprache. In der vierten Zeile ist es, dass das D erst da ist, ganz simpel. Danach kommt ein Ausstoß, ein extremer Ausstoß der Luft hinzu und macht aus dem D ein T. Danach das D. D, T, D. D ohne Luftausstoß, T mit Luftausstoß und D mit diesem Geräusch aus dem Bauch. D, T, D. D, T, D. Beim D gibt es auch keinen extremen Luftausstoß, nur bei diesem T. D, T, D. Wir sehen oberhalb des T's auch, dass oben das Ch ist, auch Luftausstoß. Oben das K ist auch ein Luftausstoß. Und in dieser Spalte ist es so, dass diese Buchstaben, wie ihr euch aus der Übersicht euch auch ansehen könnt, dass diese Spalte mit Luftausstoß ist. Dazu befindet sich ja das Dokument auf der Webseite oder das könnt ihr euch im Einführungsvideo auch ansehen und erkennen, wie das System hier funktioniert. D, T, das jetzige, T, danach kommt das D. Das ist das T. T-ta, T. T. Man muss mit der Luft, die man ausstoßt, diesen Laut bilden. Die Aussprache. Hier dieser Kreis dran. Oben die Verbindungslinie. T-ta, T. T.
T ist das. T, T, T. Wie das T, T vom Denker. T mit extremem Luftausstoß. Luftausdruck wird aus dem D ein T. 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 Auch ein Buchstabe, den wir im Deutschen nicht verwenden. In der Gurmukhi schon. Und wenn wir das Denker, Dötter, geübt haben und aussprechen können, wird das hier ein Kinderspiel sein. Kommen wir nun zum zweiten Buchstaben des heutigen Tages. Und zwar geht es um das Rala. Wenn wir es schreiben, ist es so ähnlich wie das Tata, nur mit zwei kleinen Strichen unten am Fuße macht es das Rala aus. Aber das Komplizierte hierbei ist wirklich die Aussprache von diesem Rala und dem Rana. Beim Rala ist es bei der Aussprache auch sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Zunge auch hierbei gerollt wird. Die Zungenspitze zwar den Gaumen berührt, aber auch den Bereich unten am Kiefer hinter den Zähnen. Es geht nach oben und nach unten. Die eingerollte Zunge geht nach oben und nach unten. Sie berührt beide Flächen, oben und unten im Mund. La, la. La, la. Das kennen wir. Vielleicht könnten wir das auch machen. Mal kurz vormachen, dass dieses Geräusch ist. Ne, dieses la, la, das Klicken sozusagen mit der Zunge im Mund oberhalb und unterhalb nur noch mit diesem Laut noch hinzu, dann macht das das la 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 ist das. Das la la wird folgendermaßen geschrieben und zwar genau wie das tata. Man beginnt oben rechts wie beim tata und setzt hier noch einen Strich runter und da. Das ist alles. Das macht das La, La. La, La. Das Tata kennen wir ja bereits. Nun ist es beim La, La. Da muss man wirklich bei der Aussprache achten, wie man La, La sagt. La, La. Ich wiederhole es nochmals ganz genau. La, La. La, La. Das ist Rala. Der Mund wird dabei geöffnet. La, la, le. Und wenn wir Gurbani lesen, kommt es, wird es nur wie le ausgesprochen, so wie Bariye, lesen oder studieren. Le, le. L wird geschrieben wie das D und am Ende kommen hier kleine Schriftzüge hinzu. So und so. Das macht das L. Nicht verwechseln mit dem D. Hier auch nur eine Zeile, weil es im Grunde genommen das D ist, das D da. Nur, dass hier zwei Linien unten hinzukommen. Das Wichtige hier bei diesem Buchstaben ist die Aussprache. L, 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 L. Kommen wir nun zum allerletzten Buchstaben von diesen Buchstaben, die wir in unserem Gurmukhi-Kurs vorgestellt haben. Und zwar ist es das Rana. Es ist exakt das gleiche wie das Rana im vorigen Segment, aber hierbei ist es so, dass es noch so ein Nasal, noch so ein Geräusch hinzukommt, aus der Nase aus. Rana, dieses Rana. Es ist das Rana, nur mit einem Geräusch aus der Nase. Rana macht es dann. Rana. Die Zunge bewegt sich genauso, verformt sich genauso wie beim Rana, nur es kommt aus der Nase noch so ein Geräusch hinzu. Geschrieben wird es so, dass man hier eine etwas krumme Linie runterzieht, hier eine vertikale runter und direkt im Anschluss wieder so einen
kleinen Denker hinzufügt, der den Laut D hervorbringt, den wir ja auch bereits gelernt haben, hier runter. Und dann wieder dieser typische Bogen für diesen Denker oder bei der Ili. Hier oben die Verbindungslinie. Das ist das Rana, Rana. In Gurbani kommt der Begriff Gul vor, nicht Gul. Gul ist etwas Süßes, was zum Essen ist. Im Punjab gibt es das. Und wenn man statt dem Rara am Ende des Gul dieses Rana einfügt, wird aus dem Gul ein Gun. Gun bedeutet Tugend. Merkt ihr schon, welchen Unterschied es bereits ausmacht, wenn man es richtig ausspricht? Oben die Verbindungslinie. Hier kommt man, zieht man so eine etwas krumme Linie nach unten, schräg nach unten, hier eine vertikale nach unten und man hängt dann direkt so diesen Denker hinten dran, sozusagen. Diesen da. Das macht ein Rana. Rana. Ein Laut aus der Nase noch hinzu. Rana. Dieses Rana und das vorige R unterscheiden sich nur dadurch, dass hierbei so ein Rana hinzukommt, so ein Geräusch aus der Nase noch hinzu. Rana ist das. Rana. Rana. Rana, Rana. Das ist das Rana. Rana. So, liebe Freunde, wir hatten heute die drei Buchstaben Tata, T, Rara, R und das Rana, N. Somit haben wir nun 41 Buchstaben in diesem Gurmukhi-Kurs vorgestellt, wie diese geschrieben werden, wie diese gelesen werden und wie diese ausgesprochen werden. Im folgenden, im weiteren Verlauf des Kurses werden weitere 4 bis 5 oder dementsprechend, wie euer Feedback dann ist, auch vielleicht eine weitere Ergänzung hinzukommen. Aber wir werden nun in den folgenden Videos Wortlaute vorstellen. Das sind Symbole, die an den Buchstaben hinzugefügt werden und den Verlauf des Lautes des Buchstabens verändern. Und das werden wir ab dem nächsten Video kennenlernen und dann werden wir auch diesen Kurs beendet haben. Ich hoffe, dass ihr hierbei auch fleißig übt. Und falls ihr hierbei auch Probleme habt, vor allem bei diesem Rara und bei dem Rana, könnt ihr uns gerne ein Feedback unter den Videos hinterlassen. Dementsprechend kommen wir euch da entgegen und werden, wenn die Notwendigkeit besteht, auch ergänzende Videos produzieren bzw. erstellen und diese dann zur Unterstützung auch veröffentlichen. Viel Spaß bei der Nacharbeit. Waigrudika Kalsa, Waigrudiki Fateh. Dieser Gurmukhi-Kurs dient lediglich als Hilfe zum Einstieg in die faszinierende Welt der Gurbani.
Daher sollten die Teilnehmer zum Ende des Kurses weiterhin im nächstgelegenen Gurdwara das Erlernte mit einem praktizierenden Sikh üben und weiterhin vertiefen. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.